Heimat ist für mich einfach das Schönste, ist der schönste Ort. Ich bin zwar wirklich 300 Tage im Jahr unterwegs, aber ich freue mich jedes Mal nach Hause zu kommen, weil es einfach, schaut man sich an, es ist einfach wirklich so wie im Urlaub. Also ich bin total froh, dass ich am Wörthersee aufgewachsen bin, dass ich auch die Trainingsmöglichkeiten hier habe und überhaupt in Kärnten habe. Ja, der Wörthersee ist absolut eine Kraftquelle für mich. Wenn ich mehr Ruhe haben will, dann setze ich mich an eine stille Oase, die jetzt noch nicht so populär ist und wo man noch seine Ruhe hat. Kanuslalom ist einfach eine der schönsten Sportarten der Welt, weil man einfach auf sich allein gestellt ist, aber auch doch nicht. Man muss sich immer anpassen, adaptieren, schnelles Adaptieren. Der Olympiatraum hat bei mir damit angefangen, als ich begonnen habe, professionell zu trainieren. Also da war auf jeden Fall der Olympiatraum da, weil da braucht man ein Ziel, da wollte ich dieses Ziel und für das habe ich jetzt auch gearbeitet. Meine Eindrücke von Tokio waren bis jetzt absolut positiv. Also die Gastfreundlichkeit der Menschen dort und die Hilfsbereitschaft ist enorm. Mir taugt die Kultur total. Ja, auf der Strecke war ich auch schon in Tokio. Ich habe dort schon trainieren dürfen im Jahr 2019 und mir taugt die Strecke irrsinnig. Also sie ist sehr, sehr groß, sie ist wild, sie hat einfach alle Faktoren, die ich brauche, um mich wohlzufühlen. Ich muss sagen, diese Medaille bei den Olympischen Spielen, bei Jugendolympischen Spielen, war natürlich so eine enorme Motivation. Das war so ein richtiger Kick, der mir eigentlich die ganzen Jahre begleitet hat und mir eigentlich noch dieses letzte Ätzel, was beim Training immer gefallen hat, eigentlich mitgegeben hat und wo ich dann noch einmal durchgebissen habe, einfach aus so einem Motivationsschwung heraus von dieser Medaille, weil einfach das Ziel da war, das zu wiederholen. Der Hochseilgarten in der Tschepperschlucht ist total actionreich, also es hat alles zu bieten, hat einen Flying Fox, hat aber auch für Geschicklichkeit, also ist man da gefordert, der ist super, ist der.